Die Christdemokraten in Hessen sind eine sehr disziplinierte Partei. Roland Koch ist ihr Chef. Der Chef hat gerade die Wahl gewonnen, aber mit schlechtem Wahlergebnis. Die Parteibasis steht trotzdem wie eine Wand hinter ihm. Koch hat seine hessische CDU fest im Griff. Nur einer räumt öffentlich Enttäuschung ein, er selbst. Und wir sind auch nicht überheblich, wenn wir dieses Wahlergebnis sehen. Ja, wir räumen auch ein. Wir hätten uns gerne so viel gewünscht, wie die Demoskopen uns gegeben haben. Und damit ein Stück ein besseres Ergebnis. Den Christdemokraten reicht das Ergebnis, um Koch pflichtschuldig für die Kameras in Szene zu setzen. Denn Rocco, wie sie ihn hier auch nennen, bleibt an der Macht, bleibt Ministerpräsident. Allerdings mit neuer Geste, der Geste der Demut. Eigentlich hat Koch den Ruf weg, arrogant zu sein. Ein Machtmensch, der sich nicht unterordnen kann, der immer oben sein will. Und der seine Anhänger mit scharfer Polemik aufheizt. Und dabei im Wahlkampf auch gegen Ausländer Stimmung macht. Trotz aller Kritik bekennt er sich zu seinen Attacken. Das führt aber auch manchmal dazu, dass die Auseinandersetzung um mich sehr heftig bin, was mir nicht so gut gefällt, wie jedem von Ihnen es nicht so gut gefallen würde. Aber am Ende muss jeder für sich überlegen, was ist das Richtige. Und ich glaube, ich habe auch in Zukunft die Verantwortung in diesem Land mit Klarheit, gelegentlich auch mit der Bereitschaft zur Auseinandersetzung, den Bürgerinnen und Bürgern die Angebote zu machen, wie wir dieses Land in eine gute Zukunft führen. Wir sind die Partei, die jetzt mit weitem Koch zeigt Kante. Er ist kein Mann der ruhigen Hand. Und keiner sollte ganz vergessen, meine Damen und Herren. Aber bei aller Kritik schätzen auch Gegner seine analytische Art, seine Intelligenz und seine Führungsqualitäten. Und unter Freunden ist er sowieso ganz anders. Eher scheu und höflich, so sagen sie über ihn. Wie kommt es dazu, dass Sie dieses beide Seiten so bedienen können? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte im Fernsehen nicht anders wirken als sonst. Offensichtlich gelingt das manchmal nicht. Ich hoffe, dass das Interview, das wir gerade machen, dazu beiträgt zu sehen. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ein ganz normaler Mensch ist Koch natürlich nicht ganz. Aber er ist viel normaler, als viele denken. Er ist fast wie ein deutsches Klischee. Biertrinker, fleißig, pflichtbewusst und eine treue Seele. In seiner Heimatstadt Eschborn bei Frankfurt wohnt er seit seiner Kindheit. Eschborn ist eine typisch deutsche Kleinstadt. Nicht schön und nicht hässlich, nicht alt und nicht neu, nicht vornehm und nicht verkommen. Beim Metzger Schreiber kaufen alle. Der Roland, wie ihn viele nennen, kommt samstags selbst vorbei. Es hat ihn nie weggezogen. Die Menschen in Eschborn sagen, dass dies eine Art Angriffsbasis für ihn sei. Denn hier ist er so verwurzelt und hat so viel Rückhalt, dass er in der Politik auf Angriff setzen kann. Auch weil ihm seine Freunde im Ort offen sagen können, wenn er mal zu weit geht. Das berichtet Gerhard Reis, der Archivar der Stadt. Das schätzt er auch, wenn er hier sitzt und trinkt einen Apfelwein oder ein Bier, dann wird natürlich auch auf sehr vertrauliche Weise politisiert. Und das ist ganz wichtig, dass er eben diese Basisrückmeldung bekommt. Und die bekommt er hier. Also ungeschützt. Die Leute sind auch zum Teil per Du mit ihm. Und das schätzt er auch. Denn das ist die einzige Chance, dass man sich nicht nur aus der Presse informiert. Karl-Heinz Gritsch und seine Frau sind seit Jugendtagen mit Koch befreundet. Sie sagen, dass er sich in seiner Art eigentlich nie verändert habe. Stürmisch war er schon immer, neugierig auch und bodenständig sowieso. Also Sie können natürlich auch sonntags in seinem Vorgarten mal arbeiten, dass er zu Hause ist, dass er dann mal die Beete hackt, was meistens ja seine Frau macht, die Anke, dass die dann dafür zuständig ist. Aber das macht er, der steht auch mit dem Hochdruckhandschuh auf dem Dach der Garage und macht die Garage sauber. Das ist... In Eschborn trauen ihm Freunde und Bekannte politisch alles zu. Auch, dass er in die Bundespolitik geht. Naheliegend fänden sie das, weil er Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik ist. Bei einer Begabung und einer Person wie Roland Koch, sie einfach verkörpert, würde mich das nicht wundern, wenn er Minister, Bundesminister wäre oder noch ein Stück drüber. Also das würde mich nicht wundern. Aber ich glaube, er sieht momentan seine Aufgaben hier und das muss man auch so sehen und das muss man auch einfach akzeptieren, muss das auch so stehen lassen. Nach seiner Wiederwahl in Hessen ist Koch auch wieder die klare Nummer 2 der CDU. Parteifreunde sagen, wenn der Kanzlerin heute ein Ziegelstein auf den Kopf fallen würde, dann würde Koch morgen Kanzler werden. Er hat so viel Einfluss in der Partei, dass viele Mitglieder ihn schnell in Berlin haben wollen.
Wünschen Sie ihn sich im Bundeskabinett? Das muss er selber entscheiden, aber Roland Koch ist für jedes Amt in Deutschland geeignet. Und man muss allerdings sagen, dass das Thema Wirtschaftspolitik eine offene Flanke ist, die wir auf Bundesebene dringend schließen müssen. Mit seinen Fähigkeiten trauen sie ihm bei der CDU alles zu. Aber mit seiner Art polarisiert Koch eben auch. So sehr, dass selbst viele Parteifreunde in Hessen ihre Zweifel haben, ob Roland Koch seinen großen Traum einmal verwirklichen kann. Den Traum, Kanzler von Deutschland zu sein.